Und ich sage, jede dieser Nachrichten sind alles Warnrufe, die man ernst nehmen sollte. Tja, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und dieses Mal habe ich spezielle Hauptgäste dabei. Wir hatten die Befürchtung, die Sorge, wir könnten verhungern. Ja, also als Prepper ist es ja so, dass wir im Grunde unsere Grundbedürfnisse vorauseilend erfüllen. Sie sind ja so technikgläubig, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass das passiert. Und das ist schon der erste große Fehler. Ich habe eine Entschuldigung dafür. Entschuldigung dafür. Wir sind definitiv Leute, die so einen kleinen Kontrollwahn haben. Ja, ja, definitiv, ja. Weil dann bist du nicht in der Lage, Kontrolle leichtfertigerweise outzusourcen, jemandem zu übergeben. Ja, ja. Weil du Kontrollverlust hast. Und deswegen fühlst du dich da so animiert. Du willst der Kapitän auf deinem Schiff sein. Du gibst das Kommando nicht ab und weißt nicht, woran du da bist. Und das sehe ich ja bei mir auch. Ich bin halt auch so ein Kontrollfreak. Für mich persönlich. Ich will die Dinge immer selber analysieren und selber steuern und frage auch nicht andere um Rat oder so, weil ich mir sage, es ist schon mit der Verantwortung übergeben. Ja, verlass dich auf andere, du bist verlassen. So, und dieses Messias, ja, Gedenke, sag ich mal, das geht mir schon lange auf den Sack, weil es im Grunde genommen diese QAnon-Scheiße ist, wo du sagst, der kommt schon, wird uns alle retten. Ja. Wo du sagst so, und deshalb machst du nichts, weil du dein Schicksal in fremde Hände legst. Weil da kommt schon jemand. Ne? Imaginäre Personen, wo du nicht mal weißt, ob die existent sind oder nicht. Ja. Ja, und wenn der nicht kommt, kommt Trump und rettet uns. Wo ich sag, wieso sollte er? Sicher? Wieso sollte er das tun? Ja. So, aber das ist immer dieses Übergeben. Dieses Abgeben von Verantwortungsabgabe ist das Dümmste, was man tun kann. Das finde ich auch so. Kommt für uns nicht in Frage. Deswegen sind wir eben anders gepolt. Was mit dem Kontrollfreak, da hast du schon recht. Also wenn du bei mir auf den Schreibtisch guckst, da brauchst du eine Schneeschaufel, um dich durchzugraben. Aber ich kann dir exakt sagen, was in meinem Keller an Gläsern Erdnussbutter steht und wie viel Kilo das sind. Und ja? Oh ja. 42 Kilo Erdnussbutter. 42 Kilo. Hochkalorisch, süß, kannst du fast alles mitmachen. Ich wollte gerade sagen, sind da Marken mit bei, die es heute nicht mehr gibt? Nein, das nicht. Nein, okay. Nein. Das ist keine Vorkriegsware. Also es wird aber so aufgebraucht im laufenden Gang. Nein. Auch nicht. Alles, was in meinem Keller liegt, wird mich überleben. Ich habe das nämlich so, dass ich auch einen Vorrat habe. Ja, du kannst ja FIFO machen. Genau, und ja. Der läuft so im Kreis. Bei mir nicht. Weil ich habe daraus gelernt, dass es im Keller verschimmelt ist. So wie hier gerade, vorhin. Das Problem auftauchen kann. Da achte ich schon drauf, dass das nicht passiert. Ja, die richtige Lagerung musst du vorher überlegen. Guck mal, mein Keller hat ganzjährig nie mehr als 15 Grad. Er ist immer dunkel und er ist komplett abgeriegelt. Es gibt also keine Zuluft oder sowas. So, ne? Und ich habe 2 Tage die Woche einen Luftentfeuchter drin laufen. Ach. Und da ist mir noch nie was verschimmelt. Noch nie. Man muss sich halt mit der Lagerung auch ein bisschen befassen. Sind da Sachen schon seit Jahren mal abgelaufen, oder? Nein, noch nicht. Okay. Nö, eigentlich nicht. Ja gut, auf den Konserven steht dann 2023, aber die sind auch 2053 noch gut. Definitiv. Sollten wir vielleicht 21, mal einen Test machen 21, irgendwann? 21.023 auch. Ja, wahrscheinlich. Nee, die machen, die ich kenne ja einen. Ja, mir machen die neuen Konservendeckel ein bisschen Sorgen, diese zum Aufreißen. So. Die alten Konserven, die kannst du 100 Jahre lagern. Du kannst schon auf der Seite gehen von der Firma Simon. Da kannst du dich rund um die Historie der Konservierung von Lebensmitteln schon mal belesen. Dann siehst du auch, dass die das Patent auf der Aufreißlasche entwickelt haben. Und ich habe einmal mit denen gesprochen. Und die öffnen jetzt Chargen von einer Produktion vor 70 Jahren. Und haben noch keine Bedenklichkeit festgestellt. Bei Konserven vor 70 Jahren abgefüllt. Bei korrekter Lagerung, ne? Nur die Konserven waren nicht in der Qualität, wie wir sie heute haben. Sondern das waren zum Beispiel Weißblechdosen und solche Sachen. Und trotz alledem, die haben das so, dass sie das öffnen, Geruchsprobe, dann wird das praktisch untersucht auf Mikroben, dann wird es zubereitet und all so eine Sachen. Und die finden nichts. Keine Verkeimung da drin, keine Bakterien. Wie gesagt, die verkosten das und das schmeckt alles normal. Vor 70 Jahren abgefüllt.
Und ich sage immer, je weniger Wasser du in deinem Vorrat hast, desto länger hält er. Das ist eine ganz einfache Regel, die man beachten kann. Je weniger Wasser und desto weniger Luft, desto länger hält das Zeug. Wenn man so wie ich mache halt diesen Pulverkram, ne, mit Gemüsepulver und so, das Zeug kannst du in 1000 Jahren noch essen, wenn diese Vakuumierung nicht aufbricht. Ne. Und das ist, ja, ich habe auch zum Beispiel viel solche Sachen wie Honig und Zucker, das kannst du in 5000 Jahren noch essen, das Zeug. So, ne. Ist das nicht niedlich, das Salz ein Verfallsdatum hat? Ja, viel gelacht schon. Seit Millionen Jahren ist das Salz in der Erde und wenn es rauskommt, hält es nur noch 2 Jahre. Deswegen heißt es auch Ursalz. Ja, das ist immer putzig sowas. So. Ja, habe ich auch viel gelacht. Und wie ist das mit Zucker? Kann das Zucker schlecht werden? Nö, ne? Nicht, wenn er nicht nass wird. Er darf nicht nass werden. Mein Rohrzucker ist nass geworden. Ja, guck mal. Dann aber schnell aufessen. Okay. Kommt auf Zucker auch Schimmel? Kann auch schimmeln, ja. Habe ich noch nie gesehen. Interessant. Ja, das geht. Aber kann würde ich auch nicht mehr beigehen. Weil ich dachte immer, so Naschi-Zeug, alles was mit viel Zucker ist, wird nicht so schnell schlecht oder gar nicht. Aber nur, wenn kein Wasser und keine nicht Luft drankommt. Sobald Wasser und Luft drankommt, fängt das an zu gammeln, das Zeug. Guck mal, du kannst es zum Beispiel in ein Metallfass packen, wo du den Spannbügel hast mit Metalldeckel. Wenn du das Ding jetzt voll machst, sag ich mal, bis auf so viel, und jetzt stellst du ein Teelicht rein und dann machst du den Deckel drauf. Dann wirst du feststellen, wie der Deckel weiter runter geht, die Flamme ist erloschen und du hast ein Vakuum da drin. Das ist dann perfekt gelagert. Nehmen wir Honig. Honig im Schraubglas reingestellt ins Regal. Das wirst du wahrscheinlich in 5. Generation werden das irgendwelche Kinder öffnen aus Neugier und probieren. Das schmeckt genauso wie heute. Es geht halt nur um die Umwelteinflüsse. Ne? Ein Problem sind wechselnde Lagerbedingungen, also Temperaturschwankungen. Ein Problem sind luftfeuchte Schwankungen, ne, so solche Sachen, die werden problematisch. Und wenn du das ausschließen kannst durch Konservierung, dann hast du bedenkenlos ewig lagern allen möglichen Scheiß. Aber steht ja auch in den Büchern dran. Ja, ne? Ja. Kühl, trocken, dunkel. Ja. Oh, das habe ich. Warte. Geschrieben. Hier nochmal. Was mir komisch vorkam, wir haben hier ist eine Checkliste drin. Wir haben eine coole Gemeinsamkeit wieder. Du schreibst über Gemüse, was die Leute sich davon versprechen können, wenn sie sich dem zuwenden. Mhm. So, bei mir ist es genauso. Ich habe dann halt auch mal geschrieben, wie würdest du das am besten verpacken und Langzeit konservieren? Und da sehe ich auch wieder so eine Symbiose. Wie gesagt, ich finde das Buch richtig gut. Ich denke so, als Einsteiger-Ratgeber ist es schon ganz okay. So, ne? Ja. Ja, ich würde auch nie für mich in Anspruch nehmen, jetzt hier, boah, ich habe alles neu erfunden. Es ist halt, wenn jemand sagt, eigentlich will ich mal anfangen zu preppen, dann kann er da ja mal reingucken. Weil ich auch versucht habe, so ein bisschen auf die Psychologie einzugehen. Ne? So Resilienz und solche Dinge. Ich habe ja dieses PCI entwickelt, so, ne? Worauf ich eigentlich ganz stolz bin, worauf man wirklich achten muss. Es hat nicht nur damit zu tun, was du im Schrank hast, sondern auch, was du hier drin hast, im Kopf. Das ist nämlich mindestens genauso wichtig. Da wären wir wieder bei Wissen aneignen, ja. Ausprobieren, machen, lernen durch Erfahrung. Wenn du das alles nicht machst und meinst, du guckst nur ein Video, du guckst ein Erste-Hilfe-Video, ja, du guckst ein Feuermach-Video, das wird dir in der Praxis nie gelingen. Ja. Diese Entschuldigungsfaktoren, die Leute leben, ich habe ja keine Zeit, ja. Werden denen am Ende das Genick brechen. Ich kümmere mich darum, wenn es soweit ist. Vergiss es. Sorry, Arschkarte. So. Ja, geht nicht. Hat jetzt einer von den Videos sich an mich gewandt. Ja, aber Erste-Hilfe-Ausrüstung ist so teuer. Ich sage, warst du schon mal in irgendeinem Discounter? Ein Kfz-Verbandkasten kostet um die 6 Euro. Ja. Ich sage, ja, ist alles drin. Stellst sie zu Hause hin. Ist super Verbandzeug, mehr brauchst du nicht. Genau. Damit fängst du an. Ich sage, man muss ja nun auch nicht in der Apotheke was kaufen, was dann 7 Euro kostet. Muss ja auch Blödsinn, ne? Tisch in der Garage haben. Richtig. So. Ja, klar. Es ist so einfach, so ja, günstig langsam anzufangen. Wenn man so Prepper ist, dann sagst du, ja, jetzt habe ich einen Verbandskasten. Könnte ich auch einen Sanitätsrucksack haben. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, so eine Idee wäre auch nicht schlecht. Jetzt habe ich 2. Da kann man Autos mit überbrücken, oder? Ja, ich habe mal gehört, dass sie dann durchbrennen, lieber Lering. Das Ding ist ja, dass wir generell sind wir ja tiefenentspannt. Wir hatten die Befürchtung, die Sorge, wir könnten verhungern. Jetzt hast du was gekauft und dir das weggepackt, jetzt weißt du, die Sorge brauchst du nicht mehr haben. Ja, genau. Das heißt, andere Sachen mehr Sorgen machen.
Das heißt aber, es gibt ja verschiedene Stadien der Angst. Es gibt ja Leute, die sind völlig hysterisch. Ja. So, das ist ungesund, so viel Angst zu haben, aber dann die Angst nicht abzubauen. Und eigentlich alles, was man so macht, macht man genau deshalb, weil man sagt, es treibt mich diese Sorge um, jetzt habe ich mich drum gekümmert, da habe ich eine Lösung für, dann bist du tiefenentspannt. Ja, also als Prepper ist es ja so, dass wir im Grunde unsere Grundbedürfnisse vorauseilend erfüllen. Ja. Und dann eine Sorge weniger haben, wie du schon sagst, das finde ich genau richtig so. Ne? Deswegen habe ich Schokolade vakuumiert. Siehst du? Man muss auch mal was Süßes haben. Schokolade habe ich auch ein paar Kilo. Ja. Und wenn du die nachts isst, finden dich die Kalorien nicht. Ich habe mal günstig einen Restposten gekauft. Ach, da kannst du lachen. Super. Verstanden, immer gut. Ich habe mal so einen Restposten gekauft. Bei einem Restpostenhändler, der sagte, ja, muss weg. So Schokocreme-Aufstrich, weiße Schokolade. Ja, ich sag, was willst du denn dafür haben? Ja, sagt er, gib mal 5 Euro. So, ne? Ich glaube, es sind 80 Gläser. Die habe ich für 5 Euro gekauft. Die waren tatsächlich abgelaufen. Aber die sind versiegelt und das ist Zuckercreme. So. Die wird im Keller niemals schlecht werden. So stehen jetzt so 2 Kartons mit dem Zeug. Auch als Notnahrung. So, ne? Wenn nichts mehr da ist, so Löffel. Ne? Schnelle Energie. Oder um das irgendwo unterzuziehen. Ja? Ja, wenn du Grießbrei machst, ja, genau. Und haust das damit rein. Ja, das war eine, mein Gedanke. Eine Tüte Vanillezucker würde schon was ganz anderes ausmachen. Ja, von hier oben. Oder ja. In die Haferflocken rein, die man sonst, ne, Haferflocken, früher aus der Kindheit muss das sein, aber wenn man sie dann vernünftig ein bisschen umändert, das ist wie mit, es schmeckt dem Kind heute nicht, dann gib ihm den Ketchup. Glas, ja, Kinder mit Ketchup essen alles. 1.500 Kalorien so ein Glas. Ja, aber das ist, wie gesagt, das nur eine kleine Veränderung macht hier oben schon wieder eine ganze Menge aus. Unsere Gesellschaft kennt das Wort ja gar nicht, Hunger. In unserem Land kennt das niemand. Das Dilemma ist, dass die Alten alle ausgestorben sind und dass es keinen Erfahrungsträger mehr gibt. Ja. Und die würden heute die Jugend nicht mehr verstehen und würden die wahrscheinlich immer versuchen einzunorden und an deren Vernunft appellieren. Und das findet ihr leider nicht mehr statt. Ja, darum stecken die und Oma und Opa ja auch ins Altersheim, weil die da keinen Bock drauf haben. Denkt an eure Bagatellverletzung zu Hause, habt einen Kfz-Verbandkasten zu Hause und das ein oder andere Medikament sollte man zu Hause haben. Das wäre mein Statement. Wasser. 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 Man sollte jede Situation immer ernst nehmen. Ich denke zum Beispiel mit der Havarie oder mit der Transitstrecke, Güterverkehr. Ich sehe derzeit den Fernverkehr und die Probleme, dass wir hier, wie gesagt, diese Sachen aus dem Ausland bekommen in der Grundversorgung, die wir eigentlich brauchen. Und ich sage, jede dieser Nachrichten sind alles Warnrufe, die man ernst nehmen sollte. Und das zu belächeln, kann sich schon bald bitter, also wird man bitter mit abgestraft, definitiv. Also solche Sachen, wenn jemand mit solchen Nachrichten kommt, das sollte man ernst nehmen und nicht belächeln. Das heißt auch sofort reagieren. Videobombing, eines meiner liebsten Hobbys. Was ist das? Na, nix, wirst du schon sehen. Torpedos setzen. Eine gute Stelle. Bumm, weg ist er. Ist das nicht Hochzeitscrasher oder so? So ungefähr ist das gemeint. Also, letzten Endes immer kompetentes Auftreten bei absoluter Hilflosigkeit. Hilft auch. Verbaler Fächerschuss. Ja, Supi, hat Spaß gemacht, mein Lieber. See you tomorrow, same time, same place. Take care. Well, well, Miss Sophie. Dann mach ich jetzt einen Rückwärtssalto. Hier so? Bei jedem Einzelnen. Ja. Bei jedem Einzelnen. Bis zum nächsten.